Namaste. Schön, bist du dabei in deinem Yin-Yoga für den unteren Rücken. Yin-Yoga während der Menstruation, gegen Menstruationsperiode, PMS-Schmerzen. Es geht darum, ganz entspannende Yin-Yoga-Session für unsere Rücken, weil der ganze Beckenbereich, die Muskulatur wird intensiver beansprucht und muss auch mitkrampfen und mitschaffen, um überhaupt unsere ganzen Blutungen während der PMS ausschütten oder instand zu halten. Dafür passiert es leider öfters, dass sich weitere Muskeln verspannen, verkrampfen oder auch Gelenkverkrampfungen passieren können, wie es mir, bevor ich mit Yoga angefangen habe, habe ich sogar regelmäßig nach der Periode Hexenschüsse im LWS-Bereich, unteren Rückenbereich. Und genau dafür habe ich dir jetzt die wunderbare Yin-Yoga-Session vorbereitet, für den unteren Rücken Verspannungen zu lösen. Du brauchst lediglich etwas Bequemes anzulegen, deine Yogamatte, einen Haufen Küsse und eine Blackroll Faszienroller. Wenn du das nicht hast, kannst du auch ganz entspannt Haushaltspapierrollen nehmen. Die tut es in diesem Moment auch vollkommen, weil es geht um pure Entspannung, die du jetzt kannst geniessen. Komm auf deine Matte, ich freue mich. Namaste, so schön bist du da. Als allererstes nimmst du deine Faszienrolle oder deine Haushaltspapierrolle, legst dich auf deinen Rücken und die Rolle platzierst unter deinem Nacken. Und zwar kommen wir hier von oben herab, sanft, deine Wirbelsäule, auch den Kopf, weil wir ja viel Kopfweh haben. Entspannen. Schön in deinen Nacken reinlegen, sodass die kleinen Knöchel an deinem Hals, deine Halsmuskulatur, dadurch den sanften Druck angenehm kannst lösen, massieren. Roll von links nach rechts, nach vorne oder nach hinten, auf oder ab. Platziert die Rolle nochmal ganz genau, dass es für dich stimmt und für dich perfekt ist in dem Moment. Massierst deinen Nacken, deine Halsmuskeln, all die kleinen Muskeln, die deinen Kopf mit der Wirbelsäule zusammenheben, sanft, ganz aufmerksam, fühlst nachher. Entspannst da deiner sanften Hals- und Nackenmassage. Und sollten dir noch Gedanken aufkommen, To-dos, Emotionen, schau sie an, nimm sie wahr und lass sie mit jeder Ausatmung sanft weiterziehen. Einfach gehen, erlaub dir deine Auszeit zu nehmen. Deine Entspannung. Dein Yoga gegen PMS, Schmerzen. Ganz aufmerksam bei der Massage von deiner Hals- und Nackenmuskulatur. Vollkommen entspannt in deiner Massage. Findest du das sanft und langsam zu einem Ende? Lösest deine Nackenrolle, platziere sie auf die Seite. Und leist dich dann einfach vollkommen entspannt auf den Rücken. Bei angewinkelt allenfalls. Und nachher fühlen. Nimmst jetzt dein linke Bein in die Höhe, winkelst dein linke Knie an, sodass du deine rechte Hand jetzt Aussenkante von deinem linken Knie platzieren. Einmal eine tiefe Einatmung mit der Ausatmung bringst dein linke Knie auf die rechte Seite von deinem Körper. Deine Nase zeigt über deine linke Schulter. Ein sanfter Twist da. Es geht nicht darum, dass du dein Knie auf die Matte springen musst, wenn du möchtest.
kannst auch ein Küsschen unter dein Knie nehmen. Aber nimm den sanften Stretch wahr. Im Beckenbereich, Wirbelsäule, Flanken, Nacken. Starke Menstruationsbeschwerden können dazu führen, dass sich Rückenwirbel verspannen und da dient die Übung wunderbar drin. Mit der nächsten Einatmung bringst du deine Beine wieder in die Ausgangsposition. Beide Beine vor dir angewinkelt, streckst dann dein linke Bein aus. Dein rechte Bein ist angewinkelt, führst jetzt deine linke Hand zu deinem Knie und bringst dann dein rechte Knie sanft auf die linke Seite von deinem Körper, aber dein Blick geht über deine rechte Schulter, einen wunderbaren Twist, Dehnung. Nacken, Hals, Brustkorb, Flanken, Wirbelsäule, Magen, all deine Organe, Becken, immer einen sanften Twist. Ganz bewusst atmen in jeder Übung drin und vollkommen entspannen. Mit jeder Ausatmung mehr und mehr. Lass Energie reinströmen, mit jeder Einatmung mehr und mehr. Über dein Becken, deine Beckenmuskulatur. Bereitest dich jetzt langsam darauf vor, wieder retour zu kommen. Nimmst dein rechte Knie vor dich. Steckst beide Beine vor dir aus, wenn es geht, und sonst nimmst du ein Küsschen unter die Knie oder lässt deine Beine angewinkelt und fühlst da einen kurzen Moment nachher. Greifst jetzt deine Handflächen ganz fest zueinander, dass du ganz viel Wärme kannst erzeugen kannst. Energie fließt zwischen unseren Handflächen immens durch, also nützen wir sie. Wärme deine Handflächen und leg deine Handflächen übereinander, über deinen Bauch, deinen Uterus, deine Eierstöcke. Bring Wärme und Energie, heilsame Energie in deinen Uterus, dein Unterleib. Und nimm wahr, wie du mit jeder Einatmung Wärme und Energie zu deinen Händen führst und von deinen Händen in deinen Körper einströmt. Mit jeder Ausatmung lässt Schmerzen, Gedanken, Emotionen los und entspannst da. Ganz und gar entspannt. Kommst aber da langsam retour. Winkelst beide Beine vor dir an, deine Knie angewinkelt, rechte Hand Aussenkante von deinem linken Knie platzieren und beide Knie in einer Linie, Fußgelenke in einer Linie zu der rechten Seite von deinem Körper bringen. Nase blickt über die linke Schulter. Sanfter Twist, dann mach etwas intensiver. Lass da die Energie strömen, dein Atem fließen, ganz natürlich in jede einzelne Zelle von deinem Körper, in jede einzelne Dehnung. Frische neue Energie einströmen lassen. Verbrauch die Energie ausatmen, loslassen. Bringst jetzt deine Knie wieder in die Höhe, platzierst die linke Hand aus der Kante von deinem rechten Knie und bringst deine Knie in einer Linie, Fußgelenke in einer Linie auf die Matte links von dir. Rechte Hand strahlt von dir weg, blickt zu deiner rechten Schulter, rechte Hand,
auch da in deinem Twist nochmal vollkommen entspannen. Verkrampfte Energien, Muskeln lösen um deinen Beckenbereich drumherum. Unter den Rücken, all deine Organe. Nochmal ganz bewusst sanft entspannen. Energie strömen lassen. Vollkommen entspannt. Bereitest dich aber langsam darauf vor, wieder retour zu kommen mit deinen Knien. Deine Beine sind vor dir angewinkelt. Bringst deine Knie näher zu deinem Brustkorb. Greifst deine Zehen und öffnest dich in deine Happy Baby Pose. Wiegst dich da sanft hin und her, massierst untere Rücken, Bauchraum, Hüfte. Ganz entspannt. Voller Leichtigkeit. Kommst du sanft zu einem Ende, fühlst deine Beine vor deinem Körper. Kommst dann in eine sitzende Position. Greifst du das Küssi oder eine Decke. Gib dir da genug Puff für unter deine Knie, damit du sanft, ganz angenehm deinen unteren Rücken kannst entspannen. Deine Beine sind angewinkelt und du kommst mit deinem Oberkörper mit der nächsten Ausatmung rund den Rücken über deine Oberschenkel, da ganz bewusst um deine Rücken, all deine Faszien um deinen Beckenbereich sanft lösen. All deine Wirbel, all deine Muskeln, deine Faszien um deine Wirbelsäule, von Kopf bis zu deinen Sitzhöcken dir ab, in einer wunderbaren Dehnung. Mit jeder Einatmung lass neue frische Luft und Energie einströmen. Mit jeder Ausatmung lass los Schmerzen, Anspannung, Verspannung, Verkrampfungen. Dich ganz und gar hingeben dieser Vorwärtsbeuge. Akzeptieren, was gerade ist. Und so können loslassen. Entspannen. Richtest dich da sanft wieder auf, kommst in eine sitzende Position zurück. Entferne das Küssi unter deinen Beinen. Und bringst jetzt dein linke Knie zwischen deine Oberschenkel und streckst dein rechte Bein hinter dir aus. Dass dein linke Knie angewinkelt ist und deine linke Fußsohle zu deiner Mitte, deinem unteren Bauch, deiner rechten Hüfte strahlt. Und von da kommst du auch mit deinem Oberkörper durch ab. Du entscheidest, wie tief das du kommst, bist dein eigener Maßstab, unterstützt dich mit einem Küssi, wenn du magst. Und nimm da die wunderbare Dehnung in deiner Gesäß, Rücken, Oberschenkelmuskulatur, Hüfte wahr. Gehst dich da voll und ganz hin und entspannst. Lass mit jeder Einatmung frische, neue Energie in deine Dehnung reinströmen. Mit jeder Ausatmung lass los.
ganz sanft wieder in die aufrechte Position, stossest deinen Oberkörper mit deinen Händen ab und kommst hier in eine sanfte Rückendehnung, sodass deine rechte Hüfte da für einen Moment noch intensiver mit Energie versorgt wird, dehnt wird. Du entscheidest, wie hoch das da gut ist für dich, für deinen Rücken, deine Hüfte. Einmal tief einatmen, mit der Ausatmung retour auf deine Unterarme kommen, deinen rechten Fuß aufstellen, dich von hier jetzt zurückstoßen in eine High Plank und von der High Plank rechts Knie anwinkeln. Rechte Fußsohle in die Mitte von deinem Körper vor dich bringen. Und dann mit der nächsten Ausatmung auch da sanft mit dem Oberkörper Richtung Matte Tür abkommen. Vollkommen entspannt. Loslassen. Energie ganz bewusst fließen lassen. Gesäß, Becken, Oberschenkel, Rücken, Muskulatur. Wir lösen in diesen Übungen heute all die Verkrampfungen oder die überspannten Muskeln, Becken, Oberschenkel, Gesäß und Rückenmuskulatur, um Schmerzen können zu lindern. Der nächste Einatmung drückst dich da wieder auf mit deinem Oberkörper, lässt dein Bein weiterhin vor dir oder unter dir angewinkelt. Nimmst da nochmal 3 tiefe Atemzüge ganz bewusst in deine Dehnung rein. Linke Hüfte, Wirbelsäule. Der nächste Ausatmung sanft wieder retour in eine High Plank. Beide Fußsohlen neben dir retour und direkt zurück auf die Matte. Für den unteren Rücken, aufdrücke deine kleine Sphinx, deine Beine sind mattenbreit, deine Ellenbogen unter deinen Schultern. Komm nicht zu hoch, du entscheidest, wie intensiv die Dehnung in deiner Wirbelsäule da gut ist für dich. So wird auch der untere Bauch, deine Bauchmuskeln sanft dehnt. Da frische neue Luft und Energie einströmen lassen. Von daher mit der nächsten Ausatmung auf deine Knie zurück. Gesäß zu Fersen, Child's Pose, Knie, Herz und Kopf nahe beieinander, nahe beim Boden. Geborgen und sicher. In deiner Position da für einen Moment vollkommen entspannen, Wirbelsäule entspannen. Lass los mit jeder Ausatmung mehr und mehr. Mit jeder Einatmung fließt neue, frische Energie in jede einzelne Zelle von deinem Körper. Mit der nächsten Einatmung auf alle 4 kommen. Cat and Cow. Einatmen, das Holz kreuz machen, das Füdli genüsslich rausstossen, Blick zu der Decke hinauf, ausatmen, Wirbel zum Himmel hinaufdrücken, Blick zu deinen Knien. Mit der Einatmung in deinem Tempo, Blick zu der Decke hinauf, Wirbelsäule wunderbar durchdehnen und ausatmen, Wirbelsäule zum Himmel hinauf, Blick zu deinen Knien. Für dich in deinem Tempo. Nochmal ein und aus. Die Ausatmung, den Bauch vielleicht noch zusammenziehen, wenn du magst. Jeden einzelnen Wirbel von deiner Wirbelsäule da sanft dehnen. Komplette Oberkörper. Bewegung und Körper. Atem und Geist, alles zusammen in einer wunderbaren Harmonie.
und nochmal einschnaufen. Ausatmen, loslassen, sogar der letzte Tropfen Luft, der in deinem Körper ist. Mal ausatmen, ganz bewusst loslassen, Wirbelsäule, Schulterbereich dehnen. Nochmal einschnaufen, Brustkorb zum Boden öffnen. Und dann mit der nächsten Ausatmung nochmal in deine Child's Pose kommen. Knie und Kopf, Herz nahe beim Boden, geborgen und sicher in deiner Position. Ganz und gar entspannt. Bereitest dich langsam darauf vor, wieder retour zu kommen auf alle vier. Von allen Vieren mit einer kleinen Lady Liegestütze auf die Matte bringen, Handmatte breiten, da sanft deinen Oberkörper in die Höhe aufstossen. Denk daran, Hüftknöchel bleiben weiterhin auf der Matte. Und auch du entscheidest selber, wie hoch, dass du mit deinem Oberkörper da möchtest kommen. Und sonst kommst du zurück in die kleine Sphinx. Bewusst atmen, jeden einzelnen Wirbel durch. Lass die Energie einströmen lassen, deinen unteren Rücken, deinen Beckenbereich. Nochmal tief einatmen, mit der Ausatmung sanft retour über die kleine Sphinx. Hände unter deine Schultern, Zehen aufstellen. Zurückstoßen auf alle vier und von allen Vieren in deinen herabschauenden Hund kommen, deinen ersten Hund für heute. Ganz sanft, Becken, Oberkörperbereich da lösen. Ein, zwei Schritte an Ort und Stelle nach Lust und Laune. Deine Wirbelsäule, dein Becken, deine Oberschenkel, deine Beine, jeder einzelne Muskel von deinem Körper ganz bewusst dehnen. Nochmal in deinen herabschauenden Hund kommen und dann auf deine High Heels, auf deine Zehenspitze und die kleinen Schritte zu deinen Händen nach vorne laufen, da ankommen in deiner Vorwärtsbeuge. Beine sind angewinkelt, um den unteren Rücken zu dehnen und nicht deine Oberschenkel. Deinen Rücken hier zu entspannen. Du kannst dynamisch deinen Kopf ein bisschen ausschütteln oder deine Oberarme ineinander hineingreifen, was dir in dem Moment am angenehmsten ist. Aber ganz bewusst schnaufen bis zu deinen Fußsohlen dir ab. Vielleicht ein bisschen dynamisch mit dem Füdli noch runterkommen und die Beine intensiver langsam angehen mit einer sanften Durchdehnung. Du entscheidest, was dir da gut tut. Du kommst von daher in deine Hocke. Gesäß zur Ferse, Gesäß zur Matte, Beine vor dir ausstrecken. Nimmst du jetzt nochmal ein Küssi, faltest es vielleicht zusammen, damit du hier inneren Schlauch kannst erzielen. Es geht darum, dass wir hier in eine Butterfly-Position kommen. Du jetzt das Schlauchküssi lediglich über deinen Brustkorbbereich platzierst, dich da sanft hinterher und du siehst mehr Dehnung in deinem Brustkorb, deinem Bauchbereich. Dein Hals liegt auf der Matte bzw. dein Kopf liegt auf der Matte, deine Arme sind seitwärts von deinem Körper und wenn du Lust hast, kannst du auch da noch deine Fußsohlen zueinander bringen, deine Hüfte breit geben. Zusätzlich noch einen sanften Hüftöffner da. Herzraum, Brustkorb sanft dehnen, Schulterbereich, Wirbelsäule, untere Rücken entspannen. Muskulatur über deinen unteren Bauch, deine Hüfte, dein Becken da. Bewusst entspannen. Mit jeder Einatmung neue frische Luft und Energie dich einströmen lassen. Mit jeder Ausatmung lass los.
vollkommen entspannt in deiner Butterfly-Position. Lass frische neue Luft und Energie in dein Herz einströmen, in dein Uterus, dein Beckenbereich, all deine Organe. Vollkommen entspannt. Fließen und strömen lassen, die Energie loslassen. Verspannungen, Schmerzen. Krämpfe von deiner Periode loslassen. Nimmst du sanft retour, wächst deine Hände. Und platzierst jetzt deine Hände zu deinen Oberschenkeln und hilfst deinen Knie sanft wieder zusammenzubringen. Lass deine Beine für einen Moment vor dir angewinkelt. Spannst deine Hüfte nach dieser Dehnung und bringst von daher dann deine Knie vor deinem Brustkorb, greifst mit deinen Händen zu deinen Zehen und kommst dann einmal in eine vollkommen entspannende Happy Baby Pose. Öffnest deine Beine und wiegst dich da sanft hin und her. Führst deine Füße zurück vor dir auf der Matte, platzierst ein Küsschen unter deinen Knie. Machst dich bereit für deine Shavasana, vollkommene Entspannungshaltung. Nimmst du vielleicht noch ein Jäckchen, packst dich warm ein. Machst du richtig gemütlich da. Und sobald du so weit bist, bringst du dein Küsschen unter deine Knie. Um deine Knie während der Shavasana leicht angewinkelt zu haben und ihre Rücken entspannen. Leicht lösen. Und wenn du intensiv Schmerzen hast im unteren Rücken von deiner PMS, kannst du auch einen Haufen Küsse unter deine Knie nehmen. Du entscheidest, was da für dich gut ist, was dir gut tut. Gibst beide Hände ganz fest aneinander, nochmal viel Energie und Wärme in deine Handflächen erzeugen. Und sobald deine Handflächen warm sind, leihst sie für deine Shavasana nochmal vollkommen entspannt auf deinen Uterus, deine Eierstöcke, deinen unteren Bauch. Energie und Wärme fliessen lassen, einströmen lassen. Und mit jeder Ausatmung loslassen, vollkommen entspannen. In deiner Entspannungshaltung. Shavasana. Mit jeder Einatmung ganz bewusst frische, neue, lichtvolle Energie in die einzelnen Zellen von deinem Körper strömen lassen. Vielleicht ganz bewusst in deine Eierstöcke, in die Muskulatur, das Gewebe von deinem unteren Bauch. Im unteren Rücken. Und mit jeder Ausatmung nochmal ganz bewusst loslassen. Vollkommen entspannen. Es gibt gar nichts zu tun für dich in dem Moment. Lediglich vollkommen zu entspannen. Nimmst wahr, wie dein Körper sich anfühlt. Vielleicht ein sanftes Kribbeln, das durch deinen ganzen Körper strömt. All die frische Energie, deine Lebensenergie. Solltest du noch Schmerzen in deinem unteren Bauch finden? Lass ganz bewusst, vielleicht auch visuell, über deine Handflächen die frische, neue, heilsame Energie in deinen Körper einströmen.
atme mit jeder Ausatmung ganz bewusst aus. Schmerzen, Anspannung, Verspannung, Gedanken, Emotionen. Alles, was dir da in dem Moment nicht hilft. Ausatmen, loslassen, entspannen. Ganz und gar vollkommen entspannt. Mit jeder Ausatmung mehr und mehr. Gedanken lass fliessen, komm und geh, loslassen. Dein Atem strömt von ganz allein, sanft in dich ein und wieder aus dir aus. In dem Moment ist alles gut und du vollkommen entspannt. Sinkst tiefer und tiefer in deine Entspannung. Dein Körper wird schwerer und schwerer. Vollkommen entspannt. Mit jeder Einatmung strömt neue frische Luft und Energie jede einzelne Zelle von deinem Körper mit jeder Ausatmung loslassen. Nicht mehr braucht es, strömt aus dir aus. Die einzelnen Zellen von deinem Körper vollkommen entspannt. Und auch dein Geist vollkommen entspannt. Auch hoffe ich, dass du schmerzfrei bist. Deine Periode Schmerz, dein Rücken gelöster. Und du kennst jetzt ein paar Übungen, kannst sie jederzeit wieder vornehmen. Um deinen Schmerz zu lindern, so ganz natürlich mit deinem Körper zusammen. Legst dich sanft auf oder bleibst noch einen Moment liegen, wie es dir in dem Moment gerade am angenehmsten ist. Streckst und reckst dich da richtig durch, weckst dich auf ein Neues. Kuschelst dich da vielleicht noch einen kurzen Moment ein für dich. Und sobald du retour bist, kommst du zurück in eine sitzende Position. Zurück in deinen neuen Tagesabschnitt. Ich hoffe, dass du deine Yin-Yoga für den unteren Rücken, für während deiner Menstruation hast können geniessen, Schmerzen können lösen, entspannen, vollkommen entspannen da. Ein bisschen schmerzfreier geworden bist. Schau in meinem YouTube-Channel, vielleicht findest du da das ein oder andere Video, wo dir hilfreich, dich unterstützt in deinem Leben. Ich freue mich immer, euch, dich dürfen zu unterstützen, bis zum Rest von meinem Leben. Oder abonniere meinen Channel. Um jede Unterstützung bin ich dir sehr dankbar, damit ich möglichst lang und fleissig weitermachen kann. Alles Gute, bleib gesund. Namaste.